Chaotische Szenen im armenischen Parlament. Wütende Bürger haben das Gebäude in Erivan gestürmt, genauso wie den Regierungssitz. Sie verwüsten Büros und zerstören Fensterscheiben. Viele Armenier fühlen sich bei der Waffenruhe über den Tisch gezogen, die Armenien zuvor unter russischer Vermittlung mit Aserbaidschan geschlossen hat. Das Abkommen sieht vor, dass beide Länder ihre besetzten Gebiete im Kampf um die Region Bergkarabach zunächst behalten können. In dem Konflikt hat Aserbaidschan zuletzt große Geländegewinne gemacht, die armenischen Truppen gerieten ins Hintertreffen. Am Sonntag eroberten aserbaidschanische Soldaten die zweitgrößte Stadt in Bergkarabach. Die umkämpfte Region, in der hauptsächlich Armenier leben, war zuvor jahrelang von Erivan kontrolliert worden. Armeniens Regierungschef Nikol Paschinyan spricht deshalb von einem unsäglich schmerzhaften Schritt für das Land. Dagegen gibt sich der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev triumphierend. Heute bereiten wir dem lang anhaltenden Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ein Ende. Wir beenden die Besetzung von aserbaidschanischem Land. Der Konflikt um die winzige Region Bergkarabach flammte nach jahrelanger Ruhe vor 6 Wochen erneut auf. Seither wurden nach offiziellen Angaben bei den Kämpfen mehr als 1300 Menschen getötet.